Ja, und dann würde ich mal sagen, herzlich willkommen bei Subnautica. Wir fangen genau da an oder wir machen genau da weiter, wo wir aufgehört haben. Mit unserer Seebahn direkt vor dieser komischen Station in diesem Inselsystem. Auf dem so komische Viecher leben. Wir haben gerade... Ach, guck mal da. Da kommt... Oh, aha. Da kommt was runter. Da müssen wir eigentlich hin, ne? Da ist... Was? Jetzt sind wir aber gerade hier. Ich wollte eigentlich mit euch die Insel erkunden. Okay. Wir gucken jetzt erstmal. Wir müssten recht weit laufen, ne? Um nach... Ob die uns was tun? Oder ob die uns warm halten? Und mal davon abgesehen, ich meine, es ist kacke dunkel, aber es ist echt schön. Wenn jetzt nicht gerade alles so voll gepoppt ist mit diesen Anzeigen. Ach, kann ich... Na, noch tut er mir nichts. Aber es scheint mir nicht mehr so kalt zu sein. Aha. Eisschiff. Das scheinen aber alles Wege für dieses Gefährt zu sein. Für unseren Schneefuchs. Okay. Wird jetzt wieder heller. Aha. Schiedwetter. Das ist nicht gut. Warum ist denn hier Licht? Quarz? Hä? Okay. What to hell? Was zur Hölle? Oh. Okay. Ich bin quasi einmal im Kreis gelaufen. Immer zu so einem Geysir. Ich glaube, da oben ist mein Ende. Ja, cool. Hier können wir uns aufwärmen. Okay. Das ist doch schon mal eine Sache. Wenn wir hier schon mal gemütlich stehen, dann möchte ich doch einmal hier drüber fliegen. Okay, nichts besonders Neues. Polyanilin, bla bla. Witzigerweise haben wir diese Ionentechnologie gelernt. Oh, es wird wieder kalt. Unsere ganzen Rezepte. Wir haben noch nicht die Hochleistungstauchflasche. Ah, das wird aber schon wieder warm. Ach, der Purpose wird warm. Ach, guck mal. Speerpinguin. Speerpinguin-Fernsteuerung. Ja, und dieser ominöse Teleporter. Fahrzeugstation. Ja gut, der Schneefuchs, das wird schon interessant. Entschuldigung. Das Seebahn-Teleporter-Abteil. Oh, schon wieder Schiedwetter. Mist. Da, Tauchflasche mit ultrahoher Kapazität. Oh Mann. Ja, und für das Tiefenmodul bräuchten wir noch den Rubin, okay. Wow, was für eine Hütte wir uns da hinstellen können. Schneefuchs-Schweberampe, eine Plattform, auf der ein Schneefuchs aufgeladen und repariert werden kann. Okay, zweimal Titan, das ist ja geschenkt. Ah ja, eine Modifizierungsstation für unser Docking-Ding. Hey komm, pust mir nochmal warm hier, mach warm. Aha. Mach warm jetzt. Ah ja, danke. Ich glaube, ich renne mal hier hoch.
Ich meine, ich wollte die Gegend ja eh ein bisschen erkunden. Kommt ja jetzt gerade gelegen. Gut, also wir werden die Pakete abholen müssen, ne? Trotzdem lässt mir das jetzt keine Ruhe. Ich meine, wir sind da nicht nur wegen dem Schneebären da jetzt hier nicht hingelockt worden, oder? Ja, nur ist gut. Oh. Das ist doch so ein Überwachungsding. Also, du siehst so aus. Na, fast. Ist halt noch ein Küken. Oh fuck, ich glaube, es hagelt. Okay, also unsere Baumpläne lassen ja schon mal tief blicken. Wir haben Großes vor uns. Bin mir noch nicht ganz sicher, was wir uns als nächstes basteln. Hier könnten wir tauchen und hier kämen wir auch zu unserer Seebahn. Das hieße, wir könnten hier sogar noch so ein bisschen rumschöggeln. Ich habe so die Befürchtung, dass wir hier halt nicht viele Materialien bekommen, also Rohstoffe. Dass wir dafür dann halt wieder woanders hin müssen, aber wir haben ja soweit vorgesorgt. Wenn auch unser Picknickkörbchen nicht so mannigfaltig gefüllt ist, wie ich es gerne hätte. Geht ja. Was haben wir hier noch? Okay. Die Schubkanone, die haben wir noch gar nicht verwendet. Seltsam, seltsam. Aber das kommt noch. Du meinst beim Bild, bei Twitch zum Beispiel, dass da oben ein Stückchen fehlt? Nee, der Balken, den habe ich nicht eingeblendet. Hm. Ansonsten, wenn du das Early Access lesen kannst, ich meine, hier sieht sowieso alles ganz normal aus, aber ich habe im Moment doch gar keinen Browser offen, den ich ruhig mal gucken könnte. Aber können wir mal machen. Was für eine Alienwelt. Richtig angenehm. Nur die Klamotten, die wir anhaben, sind kacke, denke ich mal. Hm. Ja. Ja. cool. Naja, ich müsste rein theoretisch sowieso mal an Bord, aber guck, es klärt. Guck mal. Ah, so. Und warum war ich hier noch nicht? Leer. Okay, Frage hat sich eigentlich erledigt. Ich war hier schon. Immer so diese sakrale Stimmung, die hier angeschlagen wird, wenn man vom Bike steigt. Ja, man hat... Attention. Detecting a nearby Altera signal. Personnel may be in need of assistance. Okay. Ja, da muss ich erstmal was trinken, ne? Wo was? Nur wo? Aha. Ups,
Rettung naht. Habt ihr was zu trinken, dann kann ich euch auch retten. Was? Nee. So wollte ich das jetzt eigentlich nicht. Aber ist okay. Okay. Vesper, I found a PDA. It's Jeff's. He's been here recently. Can you upload it? Are you getting it? He was looking for the architect. Any idea where he might have gone? None. We can focus our scans to the west. I'll let you know if we find anything. Roger that. So, fuck, ich brauche dringend was zu trinken. Ich habe nämlich nichts dabei. Doch. Ja, ich bin so gut. Entschuldigung. Was zu essen wäre auch nicht übel. Also so ein Pflänzchen. Und was haben wir denn da jetzt? Schneepirscher, bla bla. Wir haben aber keinen. Ach, das ist so cool. Platz. Platz. Nee, schade. Wir haben keinen weiteren Bauplan bisher. Aber das ist ja jetzt krass. Und woher kommt das Geräusch? Kommt doch von so einem bösen Buben, oder? Uhahaha. Hallo? Hallo, 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 hallo. Hallo, 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 hallo. Ah. Was ist das? Also, okay, dann können wir mal. Waren wir doch, ne? Das ist die leere Box. Was ist hier für eine Höhle? Jetzt komme ich nicht mit Kackwetter. Feuerschotenbaum, okay, cool. Feuerschote einsammeln. Feuerschot, wärm dich mit diesen... Oh! Wärm dich mit diesen saftigen Früchten auf, mein kleiner Freund. 5 neue, Dinger? Was denn? Draußen ist eh Schiedwetter, wir können ruhig mal hier reingucken. Achso, ja, ja, das ist cool. Energiezellen, Ladestation, das ist wirklich... Das ist ein Upgrade, Freunde. Oh. Ja, hier. Körperwärme plus 50. Da können wir uns ja durch die Wände schmelzen. Was passiert? Das hört sich aber schwer nach Blähungen an. Vital signs stabilizing. Trotzdem. So, ja, haben länger nicht gespeichert, ne? Und es ist gerade so kritisch wieder mit mir hier. Wieder nur am vom Höchstchen auf Schnöckchen kommen. Ach, und dazu auch noch in unbekannter Gegend und so. Können wir auch drauf? Oh, cool. Ich bin der König der Höhle. Naja, gut, komm. Au! Kleine Sünden und so, ne? Ich hatte arge Sorge. Oh, guck mal. Aber hier waren wir doch auch schon mal, oder? Oder war das damals?
Also was gab es doch schon mal, oder? Aha. Erzader. Geologische Erzader. Rohstoffe hinter lockerem Gestein. Wollte mich jetzt flachsen. Ich kann doch da jetzt nicht draufhauen, oder? Warte mal, doch da. Ja. Was ist das? Aha. Silbererz einsammeln. Okay, dann ist das also die Art, wie wir hier oben an Rohstoffe kommen. In Löchern rumgrabbeln. Okay. Gut zu wissen, damit das hier auch... Silbererz, Silbererz. Aber gar nicht mal so simpel, verstehst du? Es ist echt tricky. Ah, krass. Entschuldigung, war alles ein bisschen dunkel. Ja, habe ich gesehen. Mhm. Da vorne war der Bösling. Jetzt mache ich nochmal aus hier. Okay. Hallo? Hallo? Bei der Musik im Hintergrund denke ich immer, jetzt gleich kommt Flash Gordon um die Ecke. Und Freddie Mercury singt uns an. Fuck, wie kommen wir denn da hoch? Werden wir einen Weg finden? Außerdem haben wir auch wieder diese Alien-Vignette. Nein. Außerdem. Taschenlampe. Ja, gut. Exzellent. Heiliger Staudamm. Echt jetzt. Alien-Technologie. Alien-Technologie. Oh, cool. Ach, ist das geil. Alter. Ja, können wir scannen, ne? Energiegenerator. Jetzt irgendwie starker Hinweis. Wo generiert er denn Energie hin, der Kleine? Ich sehe jetzt keine Kabel, die irgendwo verfolgen werden. Okay. Krass. Okay. Schimmerblume. Leuchtet im Dunkeln. Sie leuchtet nicht immer im Dunkeln.
Also das ist cool. Verdammt, Hacke. Weitere Anmerkungen zur Gletschererforschung. Bei weiteren Untersuchungen dieses Höhlensystems befinden sich viele reichhaltige Mineralvorkommen an den Wänden. Die Eisschmelze legt zuvor verborgene Mineraladern frei. Das lockere Gestein kann recht einfach gelöst werden und ermöglicht den Zugang zu den Rohmaterialien oder Rohmineralien. Okay. Geil. Kadaver. Du bist ein Goldkadaver. Ich wollte sagen Goldjunge, Goldmädchen. Gold, was auch immer. Gold. Du bist Gold wert. Man leuchtet drauf und dann leuchten die. Alter. Guck dir das. Schön. Anders. Könnte man hier nicht irgendwie I, F, E, H, scheiß drauf. Das Interface abschalten, weißt du? Ist das abgefahren? Ja, hier wären ja dann auch so Mineralien drin. Steine lassen sich. Nee. Meine Fresse, Kadaver, bin ich wieder mal geflasht, ne? Man merkt's, oder? Ich bin sowas von derbe geflasht. Was ist denn das für eine Höhle, verdammt? Holy Hüli! Was für ein abgefahrenes Spiel. Die Entwickler sind echt durchgeknallt. Im positivst wahrsten Sinne des Wortes. Ich meine, im Moment geht's ja auch. Also wir haben hier keine großartigen Feinde, toi toi toi. Wir haben hier keine Kälte und nix und so. Und wir können uns hier mal ganz in Ruhe diesem fantastischen Schauspiel hingeben. Mal so ein bisschen gucken. Also laut unserer Vignette, unserer Alien-Vignette, kommen wir näher. Was auch immer. Ich weiß nur nicht, ob rauf oder runter. Oder ob das hier nicht sowieso alles nur ein riesen Rundherum ist. Ein Rundell. Das ist so abgefahren. Du mich auch.
Aber das heißt doch, wir sind jetzt hier wieder oben, oder? Ich weiß ja noch nicht mal, wo unser Schneefüchschen steht. Oh, irgendwo da unten. 57 Meter entfernt. Calorie intake recommended. Wir können uns aber ruhig hier reindrücken, da passiert gar nichts. Ja, cool. Fellbüschel vom Schneepirscher. Weil hier wachsen auch nicht mehr diese lumineszierenden Pflanzen. Aha. Das hier ist quasi wieder so ein Schnee. Hä? Okay. Okay, dann wird der Weg hier wohl weitergehen, wa? Na, hier wohl nicht, oder? 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 Weißt du was, wir haben länger nicht. Ja. Okay. Also wenn da die Seebahn steht, ist da drüben dieses Tunnelsystem, also da. Da drüben sind wir doch eben im Schneebesen durch die Gegend geritten. Da vorne ist eine Höhle. Ich gehe nochmal zurück, weil wir haben eh Nacht. Es ist scheiß Wetter. Mond ist voll schön. Ah! Okay. Kleine Planänderung. Ich glaube, ich flüchte erstmal. Scheiße, scheiße. Entschuldigung, aber ist ja so. Der hat mir jetzt aber... Das geht ja noch. Ich meine, da gab es schlimmere Dinge. Das zum Beispiel. Robin, we found Jeff off. Aha. He's alive. Where? The next sector. I'm connecting him. War das jetzt nötig? What happened? I went for the escape ship, but they changed my mind. You contradicted a direct order. I thought the architect we woke may have been transferred to another facility. It was too precious to give up. Robin surely agrees, or she wouldn't also be down here. What happened to your GPS? Yes. It must have torn as I tried to escape. As soon as we have a ship available, we're bringing you both in. You're going to sit tight until then. Understood? Roger that. I will do as you ask. Good. I have to brief the director on this. I'll be in touch. Ja, wir waren bisher auch noch nicht in touch, hör mal. Touch, touch, baby. Irgendwie ist das mit der Kommunikation so eine Sache mit Altera und uns, ne? Wir sind da so ein bisschen auf Kriegsfuß irgendwie, oder? Wo habe ich mein Füchschen stehen lassen? Das habe ich doch falsch geparkt. Shit, da hinten. Wow, gut, das war eine Brücke. Und ich will schon allein für die Wissenschaft noch so ein paar Pflänzchen mitnehmen. Ich habe auch keine Lust, hier nochmal so eins zu bauen. Ich nehme auch das hier nochmal mit. So. Ist ja hübsch, ne? Wenn hier nicht gerade so ein Kackwetter ist, ist hier ja echt hübsch. Ups, fällt häufiger. So, jetzt lass mal überlegen. Ach komm, hier gibt's nichts zu überlegen. Wir laufen einfach mal. Guck mal, hier können wir noch die Tarn sammeln. Oh, nicht damit. Damit. Tada. Ja, das war gut. Hier runter. Hallo. Ups.
So, dann können wir noch ein bisschen erkunden. Da ist es ja. Also, die Höhlen würde ich eigentlich auch gerne nochmal erkunden. Und ich würde auch gerne mal gucken, wie wir da irgendwie... Hier ist ja so und... Ne? Ja, schon geil mit dem Gleiten so zur Seite. So mit dem Movie Groovy Poovy irgendwie. Da, schau. Bam, bam. Ja, 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 ja. Das ist gut. Das ist gut. Und das ist schlecht. Au. Ah. Okay. Und Action. Warte mal. Hat keiner gesehen. Bin hier aber wieder sehr weit unten, oder? Bin ich überhaupt? Unter der Brücke. Ist ein Teil vom Schneefuchs oder? Naja, ah, Titan. Ups. Aha. Steine, lose Materialien, bla bla. Also, okay. Nicht, ne? Violett. Diviniert wird violett. Was heißt das? Jetzt ist sie weg. Elsa. Warning. Detecting a Leviathan-class life form nearby. The life form is currently stationary. Beware of ambush. What? What, 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 where, where, where? Was? Sprachaufzeichnungen, das interessiert mich jetzt im Moment weniger. Warnung von der Leviathan-Größe in Nähe geordnet. Lebensform bleibt zurzeit stationär. Vorsicht vor einem Angriff. Eieiei. Gefällt mir das jetzt? Ich weiß nicht, aber das ist doch so ein... Also hier ist Krempel. Also ich meine, wir müssen hier doch mal gucken. Und außerdem, wo soll denn hier Leviathan-Größe... der Lebensform sein. Keine Ahnung. Erstmal was hinter den Knorpel gib mir. So. So sehr mich das reizt, ich möchte gerne mal hier oben hochgucken. Straße, das heißt, hier kommen wir mit dem Hoover-Boover längs. Das wäre ja cool.
So, was haben wir denn hier? Eine Forschungsstation quasi. Oh. Oh. Ich habe ein richtig verdammt mieses Gefühl bei der Sache. Ich mache für euch mal ein bisschen mehr Licht an hier. Und für mich natürlich auch. Your GPS shows you near the frozen Leviathan. Confirm visual. It's hard to miss. The team was supposed to send a sample up to the labs, but they evacuated first. I'll take a look around. Roger. Okay. Es ist nur ein eingefrorener Leviathan, Johnny Boy. Mach dir jetzt mal nicht hier das Hemdchen nass. Wir suchen wohl jetzt gerade nach der Leviathan-Probe und die müssen wir dann bestimmt auch mit dem Dingens hochschießen. Ein Flutlicht haben wir. Juhu! Hier drin, ja, ist der gefrorene Leviathan, ja? Geh ich nicht hin. Oh, ein erweiterter Kabelsatz. Der liegt hier einfach so rum. Kälteschutz. Kälteschutzanzug! Friedrich, wir haben ihn! Zeig mal. Wo stellen wir denn sowas her? Kälteschutzanzug. Fasergewebe. Oh, ja, super, muss ich Schneepirscher töten. Die Ärmsten. Kann ich die umfahren? Ausrüstung. Das heißt also, die stelle ich im Replikator her. Cool. Das ist so geil. So. Ich gehe da nicht rein. Eisschnitzerei. Beschreibung der Eisschnitzerei. Bohrung. Ja, ja. Die wollen mir weismachen, das ist nur eine Eisschnitzerei. Bohrung, ne? Verstehst du? Glas einsammeln. Ja, hier liegt einfach Glas rum. Okay. Das ist nicht mehr Subnautica, wie ich es kenne. Schmierstoff, cool. Was haben wir hier? Aufzug rufen. Jetzt denke ich schon wieder, Flash Gordon kommt jetzt hier gleich vorbei. Da dachte ich mir, der Aufzug ist doch ein bisschen, oder? Der ist doch da. Oh. Da ist ein Prawn-Anzug. Scheibenkleister. Kupferdraht liegt hier einfach rum. Das ist nicht mehr Subnautica, wie ich es kenne. Nee, das wird deinstalliert. Da hinten kriegen wir einen Prawn-Anzug. Hoffe ich. Aufzug aktivieren. Ist toll. Super toll. Ich freue mich. Und töff, töff. Und überall dieser grüne Schleim. Ich habe Angst.